Willkommen, Thomas Geuginger. Es war der 8. März 2020. Auch Sonnenschein und danach kamen dunkle Wolken. Es hat sich viel verändert in der Welt. Es hat sich bei dir was verändert. Du warst noch beim letzten Spiel dabei vor Zuschauern. Und seither müssen die Zuschauer auf dich warten, auch am Fernsehen, dich mal wieder zu sehen. Und wir haben uns gedacht, damit du mal wieder auf der Bildfläche erscheinst, du möchtest natürlich lieber auf dem grünen Rasen spielen, ist klar, lassen wir dich erstmal wieder zu Wort kommen. Das Wichtigste, wie geht es dir gesundheitlich und wie ist der Genesungsprozess Stand jetzt? Also gesundheitlich geht es mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Mir geht es wirklich sehr gut und auch der Gesundheitsprozess läuft sehr gut voran. Also ich kann mich wirklich, bin nur positiver Dinge, weil immer merkt, dass was weitergeht. Und ja, und ich bin einfach nur positiv für die Zukunft gestimmt, weil ich fühle mich einfach körperlich und auch geistig sehr, sehr frisch und sehr gut. Und ja, und darum freue ich mich einfach, wenn ich wieder am Platz stehen kann. Das heißt, Mannschaftstraining ist derzeit noch nicht möglich. Wann wird es wieder möglich sein? Ja, es ist immer schwierig zu sagen, dass man da genaue Zeitpläne macht. Man hat natürlich was im Kopf, aber natürlich will man das dann auch nicht so in die Öffentlichkeit tragen, weil es dann immer wieder Komplikationen sein können, was man von dem jetzt nicht ausgehen. Aber Mannschaftstraining ist noch nicht. Wir machen noch Einzeltraining, sind 3 bis 4 Mal in der Woche am Platz und machen da unser Programm. Und ja, und es geht schon immer weiter näher zum Mannschaftstraining. Drehen wir nochmal die Zeit etwas zurück, so 8. März. Wie ist es dir gegangen in den ersten Tagen danach, mental auch? Denkt man da auch wirklich mal ganz kurz, war das was mit meiner Fußballkarriere oder was geht einem durch den Kopf? Und ergänzend noch, wer hat dich dann da mental gestärkt? Freundin, Familie? Ja, also wie es mir passiert ist, war ich eigentlich nur positiv gestimmt, dass es vielleicht noch nicht so schlimm ist. Aber dann am nächsten Tag, wie die Diagnose war, war es dann schon sehr, sehr schlimm, muss ich ehrlich sagen. Du hast einfach sehr viel Leere im Kopf und ja, und machst dir schon sehr viel Gedanken, ja, was passiert, wie passiert was und wann kann ich wieder spielen oder so. Aber das waren 2, 3 Tage und dann war der Blick eigentlich wieder nach vorne gerichtet. Und ja, vor allem meine Freundin und meine Familie haben mich da schon sehr gestärkt, obwohl ich schon sehr dankbar bin, dass mir das so geholfen haben. Aber ja, ich habe dann auch die positiven Schlüsse daraus gezogen und schaue nicht mehr in die Vergangenheit. Vergangenheit ist passiert, ich schaue nur mehr in die Zukunft, was ich beeinflussen kann. Und da habe ich noch einiges zum Beeinflussen. Also man sieht, wir sind live hier in Pasching, in der Raiffeisen Arena, wo dann immer mal die Flieger kommen. Du bist einer der Überflieger in der Bundesliga. Wenn man wirklich das mal sich genau anschaut, in heutigen Zeiten, wo fast alle Spieler von Akademien kommen, du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du hast mit 15 schon in der 5. Liga, war das glaube ich, in der Landesliga? Ja, 6. Liga war es. Genau. Hast du dein erstes Spiel in der ersten Mannschaft gemacht, warst glaube ich Industriekaufmann, hast also ganz normal deine Lehre gemacht und also einen Berufsweg eingeschlagen und eigentlich erst ja ein Spätberufener, bist dann über Grödig, Blau-Weiß Linz und dann zum LASK, inzwischen 115 Bundesligaspiele. Ist dieser Weg, ist der steiniger, ist der schwieriger? Ob er steiniger ist, weiß ich nicht. Er ist anders wie die anderen Wege. Ich kann mich mit einem anderen Weg nicht das kann man nicht anschauen, weil ich habe meinen Weg gemacht und ich kann nur meinen Weg repräsentieren. Und ich sage, er war sicher nicht einfach, aber man immer Ziele vor Augen hat und immer weiß, was man kann und sie durch Umstände, was vielleicht nicht positiv sind, nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann kann es eigentlich auch nur bergauf gehen und man muss halt versuchen, immer an sich zu glauben und einfach auch seine Ziele zu verfolgen und auch für die Ziele sehr, sehr viel unterordnen und auch sehr, sehr viel zu da. Du hast viel getan beim LASK, hast auch viel für den LASK getan, bist seit 2017 hier, also gleich nach dem Wiederaufstieg des LASK. Was war für dich der Knackpunkt in deiner Fußballkarriere, wo du gesagt hast, das war der große Sprung? Ja, auf jeden Fall schon mal der Wechsel zum LASK, wo ich davor bei Blau-Weiß schon eine sehr, sehr gute Saison gehabt habe, wo ich als zweitbester Spieler geworden bin. Und ja, aber doch mein Wechsel vom LASK, da ja, hat man halt natürlich auch nicht gewusst, wie das verläuft und so, aber ich habe immer an meine Chance geglaubt, wo sie am Anfang auch noch nicht so bekommen hat oder noch nicht so reif dafür genug war. Und dann hat man einfach auch muss man einfach seine Chance nutzen und die habe ich halt damals genutzt. Und nachher war es ein sehr stetiger Prozess, einfach immer hart gearbeitet an meine Ziele, was ich auch noch immer habe. Und ja, und darum war dann der Weg einfach auch, natürlich kann man nie planen, aber er war ein bisschen schon so vorgesehen und ja, und dass dann das schlussendlich so läuft, haben wir, glaube ich, sehr, sehr wenige zutraut, aber das Wichtigste ist, dass man sich das selber zutraut. Also du warst immer überzeugt von dir selbst?
Ja, man muss schon ein bisschen so von sich selbst überzeugt sein, vor allem bei der Spielweise, was ich habe, was vielleicht nicht jeder so versteht, aber da muss man sich selber verstehen und muss auch das Gefühl einfach auch von der Mannschaft haben, dass du kannst mit deinen Aktionen kannst Spiel entscheiden und das ist eigentlich entscheidend. Jetzt gibt es ja durchaus Parallelen, sage ich mal, mit dem Erfolgsweg von dir individuell als auch beim LASK. Also es ging von 2017 stetig aufwärts auf Anhieb Rang 4, dann Vizemeister, jetzt wieder Rang 4. Dadurch sind auch einige Spieler dann in die Nationalmannschaft, ins Team gekommen. Du auch, du hast dein Debüt letztes Jahr gegeben gegen Lettland. Hat Franco Foda schon mal angerufen in der Zwischenzeit? Ja, also ich habe schon ein, zweimal telefoniert und er hat mich gefragt, wie mein Genesungsstand ist und ja, hat gut passt. Wenn es was Positives in diesen Zeiten gibt, dann ist es dann wohl, dass die Europameisterschaft verschoben worden ist um ein Jahr. Ist das ein erklärtes Ziel für dich und wie siehst du da deine Chancen? Ja, es ist nicht so mein erklärtes Ziel, aber natürlich hofft man vielleicht drauf, wenn es funktioniert, aber mein Ziel ist, dass ich, wenn ich am Platz stehe, dass ich dann wieder meine Leistungen bringe und dass ich mich einfach wohlfühle am Platz und einfach das wieder mehr genieße, was ich vielleicht zum Schluss dann nicht mehr so gemacht habe und einfach wieder genieße, dass ich am Platz stehe und einfach auch, ja, den langen Genesungsweg, was man einfach gehabt, dass man den einfach dann auch, da hat man viel Zeit, dass man Revue passieren lässt und das ist einfach für mich so die Ziele, einfach wieder am Platz zu stehen und einfach mit Freude Fußball spielen und sich einfach viel Sachen zutrauen und dann werden mir auch viele Sachen gelingen und darum bin ich ja sehr, sehr positiv gestimmt für die Zukunft. Aber so genaue Ziele habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht gesetzt, weil ich für mich einfach nur immer jetzt eigentlich mehr von Schritt zu Schritt denke und die nächsten Schritte sind dann einmal, dass ich wieder am Platz stehe mit der Mannschaft und so. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Aber ich bin positiv gestimmt, weil man lernt aus solchen Verletzungen, muss man immer sehr viel Positives ziehen und das habe ich versucht, einfach für mich. Und darum, ja. Die Ziele sind da, aber vielleicht nicht so langfristig, sondern mehr kurzfristig. Vielleicht noch etwas konkreter in so einer, ich sag's mal, Leidenszeit reflektiert man ja auch sehr viel. Was hat sich jetzt für dich auch in deinem Leben geändert, auch für den Menschen Thomas Geuginger? Ja, eigentlich hat sich wirklich sehr viel geändert, weil ich einfach, ja, ich schätze das, was ich habe und ich bin auch stolz auf das, was ich erreicht habe. Aber ich weiß, dass ich noch nicht am Ende der Fahnenstange bin und dass ich einfach auch merke, dass da noch was in mir ist, was einfach nur immer weiter will. Und das ist genau auch mein Antrieb. Und ich bin halt auch ein Mensch, der was sehr selten mit sich zufrieden ist. Aber jetzt in der Zeit habe ich mir dann auch bewusst einfach auch für mich oft gesagt, ja, du bist zufrieden mit dem, was du hast und einfach mit dem, was ich schon erreicht habe. Aber natürlich, schlussendlich will man immer nur mehr und das will ich auch. Aber als Mensch, natürlich bin ich ein bisschen ruhiger geworden und ein bisschen einfach auch gelassener, weil man Dinge einfach auch nicht so beeinflussen kann. Und das habe ich einfach auch bemerkt. Und das war eigentlich meine erste richtig schwere Verletzung. Und ich muss sagen, man, wie ich vorher schon gesagt habe, es hat auch sehr, sehr viel Positives für mich mitgebracht. Auch in Abstimmung vielleicht mit der medizinischen Abteilung, gibt es schon so einen Zeitpunkt, den man sich setzen kann, wann du wieder auf dem Platz stehen wirst? Und hast du dir selbst eingesetzt? Ja, es gibt immer wieder Zeitpunkte, wo man sagt, ja, da könnte es sein oder da könnte es sein, aber das will ich eigentlich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Wir wollen das eigentlich nur ein bisschen ruhig halten, weil wir jetzt keinen irgendeinen Druck machen wollen und ich mir selber auch keinen Druck mache, weil ich stehe am Platz, wenn ich mich wieder zu 100% gesund fühle und das ist genau meine Einstellung dazu. Der LASK wird dich mit Sicherheit brauchen, zumal auch drei Stürmer ja auch den Verein verlassen haben, zwei Leihspieler und dann natürlich mit Dominik Frieser kürzlich noch. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Step machen zum Frühjahr. Ich habe gerade gesagt, da hat die Sonne gelacht am 8. März und dann kam eben diese große Veränderung. Und Valeron Ismail hat später mal gesagt, es gab eine Zeit vor Corona und eine Zeit danach. Und er geht davon aus, also auch wenn es hypothetisch ist, dass wenn das alles nicht passiert wäre, auch mit dem Vier-Punkte-Abzug, dass man Meister geworden wäre. Du auch? Boah, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil das kann man nie sagen im Vorhinein, sage ich. Und ja, und die Zeit mit Corona und ohne Corona ist natürlich schon eine andere. Aber ja, dann natürlich sind für uns dann die Spiele nicht positiv gelaufen. Aber dass man jetzt sagt, dass man dann Meister geworden war oder nicht, kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Man muss einfach sagen, es kann keiner wissen können, wie es passiert ist. Und jetzt ist es so, wir sind Vierter geworden und wir müssen jetzt in der nächsten Saison einfach versuchen, das wieder besser zu machen. Also da lange auch in der Vergangenheit zum Reden, was, wie oder wer was gemacht hat, ist eigentlich nicht richtig.
Jetzt bist du als Spieler immer geradeaus, du bist als Mensch geradeaus, auch in Interviews, einer mit Ecken und Kanten. Die Frage muss ich einfach stellen, in dieser Zeit, du hast natürlich ein Alibi für die vier verbotenen Trainings, aber hättest du, oder hat kein Spieler da irgendwo was gesagt und wie denkst du darüber? Eben, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr Vergangenes und ich war da nicht dabei und ich habe das auch nicht beeinflussen können. Und für mich war das auch nie ein Thema in der Kabine, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das passiert ist und jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch muss auch daraus lernen und so lernt jeder Mensch daraus und es ist Vergangenes und über Vergangenes reden ist nur Kaffeesuderei. Okay, klare Worte. Bevor wir jetzt nochmal kurz zur Zukunft kommen, abschließend noch, Valerian Ismail hat bei Puls 4 jetzt gesagt, beim Europa-League-Finale, dass ihn Spieler angerufen hätten und er da noch Kontakt hatte danach und manche nicht nachvollziehen konnten, dass in Medien irgendwo zu lesen war, dass es da Missverständnisse gab. Hast du ihn auch angerufen und wie stehst du dazu? Nein, ich habe ihn nicht angerufen, ich habe zwar überlegt, aber ich habe es dann nicht getan. Aber ja, es ist auch passiert und natürlich, es wird immer irgendwas gesucht, wer oder was schuld sein könnte oder so. Aber schlussendlich ist es auch wieder nicht jetzt in der Gegenwart und nicht was, was ich beeinflussen kann. Und darum habe ich mir über das eigentlich wenig Gedanken gemacht, weil ich versuche, dass ich mein Comeback vorantreibe und dass ich der Mannschaft eine mentale Unterstützung jetzt bin. Einfach auch dann im Saisonstart und ja, und das ist dann so meine Aufgaben und über das mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, weil es mich eben auch nicht so betroffen hat. Natürlich hat es mich betroffen, aber ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht über das. Machen wir uns mal etwas Gedanken um die Zukunft. Neuer Trainer mit Dominik Thalhammer. Wie weit seid ihr jetzt in Verbindung? Gab es Einzelgespräche? Wie schaut es da aus? Ja, ich habe schon ganz ein kurzes Gespräch gehabt mit ihm, ja, sehr offen und sehr ruhig und macht aber auch einen sehr guten Eindruck in der Mannschaft, wo sie von den anderen Spielern so her und darum bin ich sehr positiv gestimmt für die Zukunft und wir wissen, was wir auch verbessern müssen von der letzten Saison, aber was wir auch schon sehr gut gemacht haben und da müssen wir einfach so die richtige Mischung finden und ich glaube, dass wir auch nicht auf so einem schlechten Weg sind. Apropos Weg, was darf man erwarten vom LASK für die neue Saison? Ich meine, vierter Platz, zweiter Platz, vierter Platz. Ihr habt euch ganz klar etabliert vorne und habt letztes Jahr war der lange auf dem Meisterkurs. Was darf man für die neue Saison erwarten? Die Mannschaft ist zusammengeblieben überwiegend. Ja, erwarten darf man sich immer viel, aber schlussendlich zählt es dann, was da am Platz passiert. Und da müssen wir Woche für Woche Leistung abbringen. Und ja, natürlich haben wir auch Ziele, aber wir stecken uns die jetzt auch nicht so langfristig. Wir wollen einmal oben dabei sein im oberen Playoff und das ist eigentlich so unser erstes Ziel. Und ich glaube, das werden wir, wenn wir unsere Leistungen am Platz bringen, sind wir nur immer sehr, sehr stark und darum bin ich da positiv gestimmt. Jetzt ist ja João Klaus weg. Der war, wenn ich dein Zitat nochmal vom Frühjahr aufgreife, bei Ligaportal, war der DJ in der Kabine. Wer ist denn jetzt der neue DJ? Bei den Spielen war ich jetzt noch gar nicht da, ich weiß jetzt gar nicht, wer DJ war ist. Gut, war ja jetzt auch noch nicht so viel, ist jetzt alles neu, jetzt geht's erst los. Lass uns abschließend noch ein Gesamtstimmungsbild jetzt von der Mannschaft. Ich meine, Testspiele sind ja immer relativ zu betrachten. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ist eine Aufbruchstimmung, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, ich spüre es schon und vor allem, es sind alle sehr positiv gestimmt für die Zukunft, weil sie sehr viel Gas geben im Training, sehr hart arbeiten und was ich also mitkriege und was ich sehe und daher sind wir eigentlich alle positiv gestimmt und man muss positiv in die Zukunft schauen, weil jeder weiß, was er für Fähigkeiten hat und das ist dann wieder die Challenge, dass wir das am Platz zeigen. Jetzt ist das Auftaktspiel in der neuen Tipico-Bundesliga-Saison wird hier stattfinden in Pasching, eine Ehre, die normalerweise Meister gebührt, das erste Spiel zu machen, das Auftaktspiel, das habt ihr gegen Austria Wien, einer deiner Lieblingsgegner, gegen die hast du eigentlich meistens gescored. Wie findest du das Auftaktprogramm und gleich gegen Austria Wien? Ja, natürlich, es ist ein Auftaktprogramm, man weiß nie genau, wo man steht, es ist nie einfach, aber wir müssen schauen, dass wir unsere Leistungen am Platz bringen. Und wir spielen sowieso nie so gegnerabhängig und wir müssen einfach versuchen, dass wir unsere Leistungen am Platz bringen und dann werden wir auch in Zukunft noch einige Erfolge feiern können. Die wünschen wir dem LASK, die wünschen wir dir. Toi, 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 dass wir dich bald wieder auf dem Rasen sehen und baldiges Comeback. Danke, Thomas Geuginger.